Welche Eigenschaft fällt dir als erstes ein, wenn du an Japaner denkst? Was ich oft höre, ist, dass Japaner sehr höflich und rücksichtsvoll sind, was ich definitiv bestätigen kann. Doch was bedeutet das für den Alltag genau? Heute erfahrt ihr 10 ungeschriebene Regeln, die vielen Japan-Touristen nicht direkt bewusst sind, mit denen ihr aber viele Japaner positiv überraschen könnt. Die erste Sache wäre da, nicht zu starkes Parfüm auftragen, nicht zu stark duften. Und im besten Fall auch nicht der andere Weg, und zwar zu sehr stinken. Es ist ein relativ geruchsneutrales Land, wenn du draußen rumläufst. Die Leute haben nicht so starke Parfüms, die Leute haben nicht so starke Deos. Auch wenn du mal in einem Drogeriemarkt warst, da wird dir auffallen, da sind gar nicht mal so viele Deos. Die Auswahl ist nicht so groß. Viele Leute haben keine Parfüms drauf. Und das soll halt tatsächlich daran liegen, dass genetisch es so ist, dass Japaner oder ich sag mal aus Ostasien die Leute nicht so die Schweißdrüsenzusammensetzung haben, so wie Leute zum Beispiel aus Europa. Und dadurch jetzt nicht so viel Körpergeruch entwickeln. Man deswegen allgemein nicht so viel Deos, Parfüm braucht. Und wenn es welche gibt, dann halt eher so geruchsneutral und relativ schwach. Weil Japan ist auch ein Land, wo man jetzt nicht so krass Leute konfrontiert. Und wenn man jetzt zu stark riechen würde, dann würde es ja ein bisschen vielleicht die anderen Leute stören, vor allem im Zug und so. Es ist auch so, dass in Japan die Leute sehr viel Wert auf Hygiene legen, jeden Tag irgendwie in die Badewanne gehen, duschen und so. Das ist auch ein Grund dafür, warum dieses ganze Parfüm-Ding, das Deo-Ding, sich nie groß entwickelt hat. So Leute, guck mal, da hinten. Das sollte man nämlich nicht machen, mit dem Finger auf andere Leute, aber auch nicht auf andere Gegenstände zeigen. Wir haben es ja in Deutschland auch so gelernt, nicht mit nacktem Finger auf andere Leute zeigen. Und der Unterschied aber ist in Japan, dass es nicht nur auf andere Leute ist, sondern auch allgemein auf Gegenstände, auf Sachen, dass es auf alles bezogen ist, dass man nirgendwo mit nackten Finger hinzeigen sollte und übrigens auch nicht mit Stäbchen irgendwo hinzeigen, das ist auch nicht so höflich. Die Japaner machen es dann meistens so, dass sie die flache Hand nehmen. Mich fragt zum Beispiel jemand nach dem Weg, wohin geht es zum Bahnhof oder so, dann würde ich halt so die flache Hand nehmen und dann würde ich so zeigen. Ja, oder so. So in der Art würde ich es machen. Also ja, das ist auch eine Sache, auf die man achten könnte. Beziehungsweise es wäre schon ein Pluspunkt, wenn man darauf in Japan dann achtet, ja. Ja, eine Sache, die jeder Japan-Urlauber eigentlich machen muss, ist es, einen Tempel oder einen Schrein zu besuchen. Und da gibt es auch so ein paar Regeln, an die man sich halten sollte. Wenn du reingehst zu einem Schrein zum Beispiel, wie bei dem hier, dass du beim Eingangstor eine Verbeugung machst, eine kurze Verbeugung und auch beim Ausgang. Und dann ist es wichtig, dass du bei dem Weg Richtung Schrein auch nicht in der Mitte läufst, sondern an den Seiten. Das liegt daran, dass die Mitte der Weg des Gottes sein soll. Und deswegen am besten an den Seiten laufen. Und bevor du betest, Hände säubern. Da gibt es auch oft traditionell so eine Kelle, wo du erst linke Hand, dann rechte Hand, dann Mund säuberst. In dem Fall hatten wir hier einen Wasserhahn, so ein bisschen moderner, dass du dich quasi reinigst, bevor du betest und in Kontakt mit der Spiritualität oder mit der Gottheit kommst. Ja, dann gibt es beim Gebet eine ganz bestimmte Reihenfolge, nach der es alles abläuft. Und zwar als erstes, wenn man da vorne steht, eine Münze reinwerfen. Und zwar am besten eine 5-Yen-Münze. Wunderschön hier. Und dann, wenn ihr so Glocken habt, läuten, also 2-3 Mal so läuten lassen. Dann 2-mal verbeugen, 2-mal klatschen, dann beten und dabei auch leicht verbeugen. Und die Hände gefaltet natürlich. Und dann am Ende noch mal einmal eine starke Verbeugung machen. Und dann wäre der Prozess beendet. Ja, eine weitere Sache, die man als Japan-Urlauber auf keinen Fall falsch machen sollte, ist, sich nicht richtig vorzubereiten. Es ist natürlich mega wichtig, sich im Vorhinein Gedanken über Internet, über Unterkunft, über Reiserouten und so zu machen. Und da kommt mein Werbepartner für das heutige Video ins Spiel. Und zwar ist das Japan Experience. Ja, Japan Experience ist kein klassisches Reisebüro, sondern bietet eine Webseite an, die wirklich viele verschiedene Dienste anbieten, mit der du einfach wirklich einen geilen Japan-Aufenthalt haben kannst. Zum Beispiel sowas wie SIM-Karten, wie gesagt, Unterkünfte,
bieten auch eigene Reiserouten an und die haben sich wirklich auf Japan als Land spezialisiert und das ist wirklich von Japan-Enthusiasten. Ja, und das Coole ist, dass Japan Experience ein Gewinnspiel für euch vorbereitet hat. Und zwar gibt es da als Hauptpreis einen einwöchigen Aufenthalt in Kyoto zu gewinnen. Da stellt Japan Experience ein Haus für eine Woche für bis zu 4 Leute und dazu auch noch 2 Japan Rail Pässe, jeweils für eine Woche. Und dann gibt es auch noch als Nebenpreis 5 SIM-Karten. Also ja, vielen Dank an Japan Experience für diese coole Aktion, für dieses Gewinnspiel. Viel Glück an euch. Und was müsst ihr jetzt noch tun? Ihr müsst nur den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, euch dafür das Gewinnspiel anmelden. Vielleicht seid ihr dann die glücklichen Gewinner und fliegt nach Japan. Habt einen schönen Aufenthalt. Ja, gerade schön Meta gegessen, schön Omelette gegessen. War mega lecker. Und beim Thema Ausgehen, beim Thema draußen essen in Japan, da gibt es auch ein paar Punkte zu beachten. Und die eine Sache, die ich erwähnen möchte im Video, die man nicht falsch machen sollte, ist zu enttäuscht darüber zu sein, dass man keine Extrawünsche in einem Restaurant äußern kann bei der Bestellung. Ich denke, wir in Europa, so in Deutschland, habe ich das Gefühl, du kannst mehr Extrawünsche tätigen. Das möchtest du nicht reinhaben, die Zutat möchtest du nicht reinhaben, du möchtest das vegetarisch haben, du möchtest das vegan haben. Und in Japan ist es oft so, dass sie dann nicht so flexibel sind, wenn es darum geht, Gerichte zu ändern aus dem Menü, aus der Karte. Weil Routine in Japan ist sehr wichtig, ne? Dass sie ihre Routine haben und dann sind sie tendenziell eher unflexibler. Wobei es nicht heißen soll, dass man es nicht probieren kann. Wenn man nett fragt, einmal kurz fragt, ja, ich möchte das Gericht einfach ohne Fleisch haben, geht das? Gibt es das vegetarisch? Kann man auf jeden Fall fragen. Aber ich würde dann halt nicht so verhandeln, wenn du merkst, es geht nicht, das ist schwer, dann so lange verhandeln, weil das ist ein Zeichen dafür, dass sie es eigentlich ungern machen, aber nicht Nein sagen können. Nicht so enttäuscht darüber sein, dass es nicht so viele extra Optionen geben könnte. Eine weitere Sache, die beim Ausgehen zu beachten ist, die beim Auswärtsessengehen zu beachten ist, ist es nicht zu lange in Schnellrestaurants zu verweilen. Du isst was, du hast vielleicht Bock ein bisschen danach noch zu chillen, dich zu unterhalten. Das geht auf jeden Fall auch in Restaurants in Japan, aber da rede ich halt von wirklichen Restaurants, wo man das machen kann, wo man mehr zahlt. Aber in sowas wie Ramenläden, Curryläden, so kleineren Läden, so Fastfoodläden, da ist es schon so, dass sie teilweise auch davon leben, dass viele Kunden reinkommen am Tag, viele Kunden rausgehen und dass sie auch oft Anstellreihen haben. Und dass man dann nicht zu lange sitzen bleiben sollte, sondern schon Platz machen soll dann für die Nächsten, wenn man fertig gegessen hat. Das kommt halt auf jeden Fall sehr auf den Laden an, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sich merken kann. Ja, ich stehe hier jetzt vor dem Shinjuku Bahnhof hier in Tokio. Und wenn es um Bahnhöfe geht, dann geht es natürlich auch oft um Züge. Super Überleitung, ich weiß. Genie. Auf jeden Fall ist es so, wenn ihr dann in einem Zug seid, solltet ihr darauf achten, dass ihr euch nicht einfach so auf einen sogenannten Priority Seat sitzt. Das sind auf Japanisch Yusen-Seki, weil die sind ja eher für ältere Leute, vielleicht auch für eingeschränkte Leute, für Menschen mit Behinderung. Deswegen würde ich da erstmal mich nicht hinsetzen und darauf achten, ob man jetzt auf einem normalen Sitzplatz sitzt oder auf so einem sogenannten Priority Seat. Also achtet auf jeden Fall drauf, denn in Japan gibt es ja auch viele ältere Leute. Und das ist eine Sache, die mir auch ein bisschen aufgefallen ist, dass ich relativ oft auch so Touristen gesehen habe, die dann dort sitzen. Also einfach Augen offen halten, euch auf einen normalen Sitzplatz setzen oder einfach mal stehen. Das geht natürlich auch. Ja, eine weitere Sache, auf die man achten sollte im Zug, ist es, nicht dein Gepäck oder deine Tasche auf den Nachbarsitz zu legen. Das ist so eine Sache, die fällt mir ein bisschen auf in Deutschland, wenn ich da im Zug unterwegs bin, wenn ich einen Platz suche, dass die Leute einfach ihre Tasche nebendran haben. Das finde ich halt auch nicht so cool. Ich habe mich das schon an Japan gewöhnt. Wenn der Zug jetzt wirklich mega leer ist, kann man es vielleicht machen, aber in den meisten Fällen eher nicht. あ、そうですね。あずきのお願いします。あと、桜パイも一つ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
So Leute, was ist das Beste, was man nach dem Mittagessen machen kann? Richtig, ein schöner Nachtisch, ein schönes Dessert. Da habe ich mir hier gerade zwei japanische Süßigkeiten geholt. Und ja, worauf habe ich geachtet beim Holen? Was habe ich getan oder was könnte man falsch machen, wenn man im Laden etwas holt? Die erste Sache wäre beim Bezahlen, dass du das Geld direkt in die Hand des Gegenübers gibst. Das wäre ein Fehler. Weil in Japan ist es so, die haben, wenn du genau hinguckst, meistens so ein extra Ding, wo man das Geld reinmachen kann. Und dann kümmert sich dann die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter um den Rest und gibt das Rückgeld. Und das hat nämlich den Grund, dass der direkte Kontakt zwischen den Händen könnte möglicherweise ungünstig sein, könnte irgendwie zu einer unangenehmen Situation führen, falls man das Geld fallen lässt. Es ist einfach ein praktischerer Ablauf. Einfach Geld auf Tablett und dann sieht man das Geld besser. Dann sieht man das Rückgeld besser, ist einfach ein smootherer Ablauf und deswegen macht man das so, habe ich gehört. Dann die zweite Sache, die ich gerade gemacht habe, ist beim Gehen, beim Verabschieden, habe ich Arigato gozaimasu gesagt. Was ich wirklich oft sehe bei vielen Ausländern oder bei vielen Touristen, dass sie einfach nur Arigato sagen, danke. Aber bei Leuten, die man nicht kennt, da sagen eigentlich alle Japaner, Arigato gozaimasu, das ist nochmal die höflichere Form von Arigato. Und Arigato ist wirklich mehr so, was man zu Freunden sagt. Und da würde ich es einfach empfehlen, Arigato gozaimasu zu sagen. Das kommt auch professioneller rüber, das kommt mehr so rüber, als ob ihr besser in Japanisch wärt. Weil wenn ihr nur Arigato sagt, dann denken die sich ja, okay, das ist jemand, der ist gerade erst nach Japan gekommen, hat kurz in sein Wörterbuch geguckt und es ist jetzt nicht so besonders. Also am besten immer bei fremden Leuten zumindest Arigato gozaimasu sagen. So, genug erklärt. Jetzt gönne ich mir mal hier ein schönes Dessert. In dem Fall ein Dorayaki mit süßer Bohnenpaste, mit Anko. Mal gucken, was das so kann. Boah, ist das weich. Beste Leben. Ah, schön nochmal ins Badehaus gegangen zum Abschluss des Tages, schön nochmal ins Sento. Und ja, im Badehaus, da gibt es nämlich auch ein paar wichtige Verhaltensregeln. Und eine davon ist, dass man sich gut abduscht, bevor man ins Becken reingeht. Ja, das gilt auch für die Onsen, also für die heißen Quellen und natürlich auch für die Badehäuser hier wie Sento. Also es ist ganz wichtig, dass man sich vor dem Baden schön abduscht, aus dem Grund, dass man wirklich rein ins Wasser reingeht, ins heiße Wasser. Das ist halt in Japan sehr wichtig, dass alles rein ist, alles sauber ist. Und das ist eine schlechte Manier, wenn du halt ja, ein bisschen dreckig noch bist oder durchgeschwitzt bist und dann ins Bad gehst, wo auch andere Leute baden. Also das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, die Etikette in so einem Badehaus zu beachten. Und eins davon ist eben, vor dem Bad sich schön abduschen, sich schön sauber machen. Und ja, dann einfach genießen. Ja, das war ein schöner Tag. Jetzt wieder zu Hause angekommen. Und ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Dinge mitnehmen können aus dem Video. Es ist natürlich so, wenn ihr jetzt nicht alle Dinge zu 100% einhält, ihr werdet nicht dafür in den Knast kommen. Also macht euch keine zu großen Sorgen. Und es ist eher so, dass es ein Pluspunkt werden kann und dass sich durch solche Sachen interessante Rückschlüsse auf die japanische Gesellschaft ziehen lassen, finde ich. Genießt eure Zeit in Japan, das ist das Wichtigste. Und vielen Dank auch nochmal an Japan Experience. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Jedem guten Freund würde ich es empfehlen, der nach Japan reist. Also da seid ihr gut dann vorbereitet und nehmt auch gerne beim Gewinnspiel teil. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Peace.